And we very much would like to open it up to you for your questions or comments. I think it's a very rare opportunity to be together with Dr. Stoiber. We're very grateful also that he's agreed to stay with us to take also some questions and discussions. And we're going to go a little bit later for the morning session, as you saw. But in the end, it will be okay. As I mentioned, there were a few cancellations due to the airports later this afternoon. So in the end, we will come back on track with the schedule. So let me pose the first question. I'll try it in a simple way, also for Mr. Zankar. Dr. Stoiber, you presented to us in a very clear and a very convincing way, I think, the to-do list, in the sense what needs to be done in terms of Europe for the coming generations. The big question for me, and especially many looking from outside the European Union, is who's going to do it? In the sense, we really, I think, have been lacking in Europe the vision, you know, really visionary leaders that have a goal, that say, okay, this is where we want Europe to be 10 years from now. And I just wanted to ask you, in general, you know, where you thought we might be able to look for that vision. And then maybe a related question, what role might Germany play in this process? Because I think it takes courageous leaders and also leaders with vision to really move something forward. As President Constantinescu would always say, you can have very good managers as heads of state, but really the leaders are more few. You know, a leader who's not afraid also to change a system or do what is necessary to move forward. So just a question in terms of leadership. Maybe you could briefly translate in German for Dr. Stoiber. Das ist leider die schwierigste Frage. Unfortunately, this is the most difficult question. Die Instabilität in Italien ist groß. The lack of stability in Italy is most prominent. Es gibt keinen italienischen Alcide Gasperi im Moment. Es gibt keinen Prodi. Es gibt gegenwärtig keine Führungsfigur, die auch europäische Politik mit. We don't see, for instance, in Italy, no, Alcide De Gasperi, we don't see any political leaders there that would impact considerably on European policies. Vielleicht ändert sich die Situation jetzt durch eine Wahl von Emmanuel Macron. Maybe the situation will change in France if Emmanuel Macron gets elected. Emmanuel Macron hat für einen französischen Politiker große europäische Vorstellungen. For a French politician, Emmanuel Macron has grand political ideas for Europe. Sehen Sie sich, wo sind die Leader? Spanien. Sure, the question is legitimate. Where are the leaders looking at Spain? Spanien geht es langsam besser, aber ich glaube, dass gegenwärtig das politische Personal nicht größere Verantwortung für Europa übernehmen kann. Spain has been recovering of sorts, yes, that's true. But I would think that political leaders are at this point not in a position or likelihood to assume major responsibility for Europe. Es gibt auch keine gegenwärtig, denken Sie mal an Olof Palme, ein Präsident eines kleinen Landes, der eine große Wirkung in Europa hatte. Remember someone from Scandinavia, Olof Palme, who from a rather small country had this grand impact throughout Europe. Ich glaube, die wenigsten kennen hier den Namen des schwedischen Regierungschefs. I'm afraid that few people would recall the Swedish head of government, Olof Palme. Jean-Claude Juncker war Präsident eines ganz, ganz kleinen Landes mit 400.000 Einwohnern und trotzdem ist er eine politische Führungsfigur in Europa geworden. Or look at Jean-Claude Juncker, who was the prime minister of a pretty small country in Europe, just about 400,000 inhabitants, and still he managed to become a leading political figure in Europe. Bleibt, und das ist einerseits ein Problem, bleibt nur Deutschland. What remains, and yes, this is a problem on one hand, what remains is Germany. Wir haben sicherlich gemessen an unseren Ländern um uns herum
das stabilste politische System. Compared to the countries all around us and measured by that yardstick, yes, we do seem to have the most stable political system. Übersichtliche Diskussion in den Parlamenten, Regierungschefs, die lange tätig sind, Helmut Kohl 16 Jahre, Angela Merkel jetzt 12 Jahre, auch Gerhard Schröder 7 Jahre, also längere Zeiten, die andere Länder so nicht kennen. We have ongoing discussions which are quite obvious in the parliaments. We have political leaders, we have chancellors looking at Helmut Kohl for 16 years, Angela Merkel 12 years and more, also Schröder for some 7 years. We have such a duration in political leadership that is hardly found elsewhere. Und jetzt muss ich etwas Komplizierteres ansprechen. I need to broach something which is yet more complicated. Deutschland wollte niemals aufgrund seiner Geschichte eine politische Leadfunktion in Europa einnehmen. Helmut Kohl hat sich dagegen gewehrt, Gerhard Schröder auch. And bearing in mind that Germany, on account of its political history, had never meant to strive for a leading role in Europe, it was Chancellor Kohl who fended it off, who came out against it. Likewise did Chancellor Schröder. Deswegen glaube ich, bei den Wahlen für Deutschland im Herbst diesen Jahres. That is why I believe that in the German federal elections, which are forthcoming the autumn this year, steht auch auf dem Spiel, die Führungsrolle Deutschlands in Europa, die kein anderer gegenwärtig übernehmen kann. Which will be at stake likewise is this leadership role in Europe, which at present no other country may assume. Ich gebe zu, das ist niemals wahlentscheidend, aber Außenpolitik und Europapolitik sind nicht die entscheidenden Themen für nationale Wahlen, weder in Italien noch in Frankreich noch in Deutschland. Trotzdem ist es wichtig und ich sage ganz offen, das spricht natürlich sehr viel für die jetzige Bundeskanzlerin, die aufgrund ihrer Erfahrungen, ihrer Kompetenz in der Außen- und in der Europapolitik sicherlich ein großes Prä hat. Und I agree, foreign policy is never going to tip the scales in the elections. Foreign policy, security policy are important matters, but in countries such as Germany, such as France or also Italy, the national elections won't be won on international tickets. Yet, looking at the experience that the present Chancellor, that Angela Merkel, has had internationally, this certainly advocates a further term. Thank you very much for the reflections. Allow me to ask one more question, more of a geopolitical question, and then I promise I will give it to the audience. Germany, as you said, I think has a tremendous responsibility on its shoulders now, given, of course, the big wave of migration, given, as you mentioned, the role in the European framework. And I think Germany traditionally has had a very important but also complex relationship with the USA, as well as with Russia. You, many Americans, would look at as a big friend of the United States. I think throughout your career, in many ways, you really underlined the importance, the gratitude on the one hand from Germany to the USA, given the history between the two countries, the importance of the relationship as well. On the other hand, I know you're very much engaged with the German-Russian relations, which is, of course, vitally important for Germany. So just as a big question, but I will try to ask in a small way and maybe a brief response, how do you see the evolution of Germany's relationship with Russia and the USA in the next 4 years? So not beyond, but let's say just the next 4 years. What do you expect from those two relationships? Kurzfristig, wenn man sich dieses Dreieck USA, Russland, Deutschland, werden sich die Beziehungen entwickeln.
auf die Frage an den jetzigen Außenminister Sigmar Gabriel vor ein paar Tagen, wie er Russland sieht. A few days ago, the present foreign secretary, that is Sigmar Gabriel, was asked how he sees the German-Russian relationship. Da wurde er gefragt, sehen Sie Russland als Kriegslüstern? He was asked, would you see Russia as warmongering? Sehen Sie Russland als militärische Großmacht, die Militär einsetzt? Would you see Russia, he was asked, as a military superpower that would deploy forces? Sehen Sie Russland als Bedrohung für Deutschland? Would you see Russia as a threat to Germany? Er hat ja eine sehr gute Antwort gegeben. He came up with a very good reply. Er hat gesagt, Russland ist in erster Linie Nachbar. He said, Russia chiefly is a neighbor. Und deswegen ist es für Europa, für Deutschland, kommen wir noch zu Amerika. Für Deutschland ist bei allen Schwierigkeiten, bei allen Vorwürfen, die wir gerade wegen Syrien Russland machen, wir brauchen mit Russland einen langfristigen Modus vivendi. And that's why we've got to have, we Europeans, we Germans, I'll address the US later, but we've got to have a modus vivendi, despite all the difficulties that we are having with Russia at the time, looking at the Syrian issue not least. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Let me come up with an example. Wir alle sind erschüttert über den Krieg in Syrien. All of us are shattered by the war in Syria. Dieser Krieg in Syrien hat ja auch eine große Fluchtbewegung ausgelöst. And that war in Syria has touched off a major refugee movement. Und alle haben immer formuliert, die Amerikaner, die Europäer, für Syrien gibt es keine militärische Lösung. And everybody has termed it, the Americans have, the Europeans have, to say there is no military solution to the Syrian issue. Ich will nicht sagen, Syrien ist nicht gelöst, aber in Syrien haben wir gegenwärtig durch die militärischen Aktionen der Türken und der Russen und der Iraner, Hezbollah, haben wir gegenwärtig einen Waffenstillstand. We have, I'm not saying Syria is has been solved, no way at all, but on account of the military activities by the Russians, by the Turks, by the Iranians, that is specifically Hezbollah, we've come to a truce. In Astana wurde und wird über den Waffenstillstand als Vorbereitung des Krieges konferiert. There is discussion in Astana about an armistice in preparation of peace. Darüber entscheiden und sitzen am Tisch Russland, die Türkei und der Iran. And those that are decision making, and those that are sitting around the table to achieve it is Russia, Turkey and Iran. Nicht Amerika. It's not the US. Und nicht Europa. And it's not Europe. Die Auswirkungen, ob Frieden oder nicht in Syrien. The impact of that question, be it peace in Syria or no peace. Trifft weniger Russland, Iran und die Türkei, sondern in besonderer Weise wie Europa. The impact of that is not going to hit chiefly Russia, Iran or Turkey. No, it's going to affect Europe. Deswegen bin ich natürlich für dauernde Gespräche mit Russland, mit Putin. And that is why, of course, I am in favor of permanent, of ongoing talks with Russia, with Putin. Was Amerika anbelangt, glaube ich, Sie sind Amerikaner, ist das im Moment schwierig abzuschätzen. As regards the US, I understand you are American. At this point in time, it is difficult to assess. Ich glaube, dass
Obama das, was er versprochen hat, nicht halten konnte in puncto Syrien, in puncto rote Linien. Sie erinnern sich, chemischer Waffeneinsatz der syrischen Regierung und nichts ist geschehen. I believe that Obama was not in a position to abide by his promises, what he had embarked on. You will recall the red line matter for the Syrian government, the use of chemical weapons, and that transgressing the line would be a problem. However, nothing happened. Ich sehe, aber das ist im Moment auch für jemand, der in Europa sitzt, nicht abzuschätzen ist. Ich sehe natürlich ein Miteinanderreden, ein Miteinandersprechen zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem russischen Präsidenten. What I'm seeing is, and this is very difficult for someone sitting in Europe to actually properly assess, I'm seeing an absolute need for the US president and the Russian president to talk to one another. Es steht fest, dass natürlich sich das Verhältnis unter Obama nicht verbessert hat. It is positive indeed that the relationship under the Obama administration did not improve. Der Satz von Obama, Russia is only regional power, hat verheerende Wirkungen in Russland entfaltet. And it was a devastating effect which that statement by Obama, Russia is merely regional power, had in Russia. Nicht nachgeben, aber ich muss auch sagen, für mich, das Mittel der Sanktionen hat bisher keinerlei Wirkung gezeigt. I'm not saying yielding is the option, but on the other hand, I must say from my point of view, the means of sanctions has not brought about any effect either. Es bleibt nichts anderes übrig als diese Beteiligten. Ich meine, jedenfalls muss Russland und Amerika und Russland und Europa mit besonderer Beteiligung Deutschlands natürlich versuchen, die Gesprächslosigkeit zu durchbrechen und die militärische Lösung wegzudrücken. There is no other option but for the Russians and the Americans and the Russians and the Europeans and not least the Germans as well to overcome this speechlessness, get back to the negotiating table to avert any kind of military option. Thank you very much for those reflections on complicated questions, I know, but we very much appreciated your perspectives. Again, coming from Bavaria, as we discussed earlier today, I think Bavaria in some ways could even serve as a model for Germany or even other regions for how one can successfully work together as a team, as one sees the great success story of Bavaria, as we discussed earlier today. But I'd like to now take maybe two questions from the audience. We're very much behind schedule. Our next speaker is already here, but I really do want to give a chance at least to hear, you know, two questions or comments. I see the first one here. If you could briefly introduce yourself as well, so Dr. Stoiber knows where you're from. Hello, my name is Pavel Nazarenko. I'm from the Russian Federation, and I would like to ask you one question about the European army. Is it possible to create the European army within the European Union? Because you have said before that the security problem, the power of the military power problem is one of the biggest problem in the European Union. So what are the possibility to create the European Union army? Thank you. Okay, we'll take one more maybe here. Okay. Hello everybody, I am Emil Ludaev. I study in United Nations University. So my question, what is the issue of the future of Syria? What is your expectation? Thank you. And for the gender balance, is there a lady who'd like to maybe also ask one question? Or first we'll take two? Okay, I need the mic. Right, so first we'll do that. Okay.
Syrien ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Iran, Saudi-Arabien, Türkei, Islamischer Staat und natürlich Russland. Syria is a proxy war between Iran, Saudi Arabia, the Islamic State and of course Russia and Turkey. Die Aufgabe Russlands wird es sein, die Türkei und vor allen Dingen den Iran zu einer Lösung zu bringen. Russia's assignment will be to rein in Turkey and above all Iran and get them towards a political solution. Am Ende ist es ja immer schon versucht worden. Ich meine, der syrische Präsident Bashar kann keine Lösung für die Zukunft sein. It's been tried all along, mind you. Bashar, the Syrian president, cannot be a solution into the future. Aber es war objektiv falsch, dass wir alle die Bedingung für weitere Verhandlungen gestellt haben, Assad muss weg. But it was in objective terms false for us to put up the condition that Assad must go first for negotiations. Das geht nur, wenn Teheran, wenn Saudi-Arabien, weil dann sie kriegen sonst die Al-Nusra-Front und kriegen diese Bürger, sie kriegen natürlich diese verschiedenen Gruppen in Syrien. Das sind ja zum Teil 18 unterschiedliche Gruppen, die sie gegeneinander regional und überregional bekämpfen. You've got to have Iran, you've got to have Saudi Arabia, think of the Al-Nusra Front. After all, there are something like 18 different groups inside Syria that fight one another. Im Grunde genommen, wenn wir all diese Kräfte bündeln könnten als gemeinsame Partner, den IS, der ja schon sehr stark geschlagen ist, den IS aber überhaupt nicht mehr entstehen zu lassen. Das ist die gemeinsame Front. The common front would be for us to manage to bundle the forces, to bundle them in a way to defeat IS, which after all has suffered considerable losses already. Aber der Kernbereich ist natürlich der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und zwischen Iran, zwischen den Sunniten und den Schiiten. And the core area, however, is the conflict between Iran and Saudi Arabia, the conflict between Shiite and Sunni divisions. Und deswegen kann der Weg nur führen, jetzt der Waffenstillstand, der ja nun kein Frieden, der ja nun länger hält als alle anderen Waffenstillstände bisher. Thank God, the armistice has been holding for longer, although it's not a peace yet, but it has been holding for longer than all the previous downing of arms. Und der Waffenstillstand funktioniert nur, weil die Türkei als militärische Macht, die Russen natürlich als militärische Macht und Iran mit der Hisbollah hier an einer Lösung gemeinsam arbeiten. Danach muss in Genf And that armistice only works indeed because there is Russia, there is Iran, there is Turkey, Iran with Hezbollah, that at this point in time pursue similar interests, but that must be followed by real peace negotiations in Geneva. Dann kommt natürlich die Frage, was macht Amerika? And then certainly the question will come up, what will America do? Wenn Trump heute sagt, wir haben 50 Jahre die falschen Grenzen verteidigt. Well, Trump today says, we've defended the false borders over 50 years. Was haben wir eigentlich verloren gehabt in Vietnam, sagt er heute. He says today, what needed we to go into Vietnam? Warum waren wir im Jugoslawien? Why did we deploy to Yugoslavia? Warum waren wir
im Irak? Why were we in Iraq? Deswegen im Nahen Osten, Zwei-Staaten-Theorie oder nicht, Israel und Palästina, macht, was er wollt. Wir sind nicht dabei. So here's, we're not going to be party to it, be it the two-state theory, Israel and Palestine in the Middle East. We're not going to be in on it. Wenn er erklärt, Syrien geht uns nichts an. Well, he says Syria is none of our business. Dann bedeutet das natürlich, wir können das ja nicht ändern. Das ist ja nun noch zu entscheiden von der amerikanischen Regierung. Dann bedeutet das, wir haben die Probleme in Europa. I mean, there's nothing we can change. I mean, this is a decision of the US administration. What it boils down to is, we've got the problems in Europe. Deswegen kommt dann natürlich eine größere Verantwortung auch Europa zu. Das heißt natürlich in besonderem gegenwärtig auch Deutschland, diesen Prozess einzuleiten. And this is why there is a bigger responsibility heading for Europe, and in particular this then applies to Germany likewise, to get this progress on the way. Europäische Armee ist natürlich gegenwärtig nicht realistisch, sondern nur ein Ziel, das ist es zweifelsohne. Aber das wird Jahre dauern, um nicht zu sagen Jahrzehnte. European Armed Forces, this at present is not an option. Yet it is a philosophy, it is a discussion on the table. It's not realistic now, but it's something that will maybe take decades. Aber das meine ich ja, jetzt eine intensive Kooperation, die ja begonnen hat, eine intensivere Kooperation der Armeen beziehungsweise der Regierungen in Europa. But this is what I did mean, indeed, right now, a more intensive cooperation of the armies, of the governments in Europe. Braucht jedes Land eine Luftwaffe? Will every country have to have its own air force? Brauchen alle Länder so viel Marine? Do all the countries need that much navy? Müssen wir die Einkaufspolitik, die Abstimmung, was tun die Franzosen, was tun die Holländer, was tun die Tschechen, was tun die Briten? Das ist ja jetzt im Prozess drin. Wir haben ja ein gemeinsames Zentrum, ist ja jetzt ein europäisches Zentrum für gemeinsame Verteidigung, jetzt vor ein paar Tagen in Brüssel mit 20 Leuten eingesetzt worden. Looking at procurement, procurement is a major issue. That is arms purchasing. What will the Belgians do? What do the Czechs do? What do the French do? Yes, it is forthcoming. And it was just recently that in Brussels we opened such a center to coordinate procurement, and it was staffed by some 20 people. Ich bin immer überrascht, wenn ich feststellen muss, dass die Armeen der 27, ich rechne England raus, der 27 Nationen der Europäischen Union mehr Soldaten unter Waffen haben als die Amerikaner. I keep being surprised when I learn that the armies of the 27 states, mind you, I have already discounted the British for this purpose, have more soldiers under arms than the US. Und das zeigt natürlich, wir haben eine Bedeutung, und ich bin ehrlich, ich bin zuversichtlich. This goes to show, yes, we are significant, and I must say, I'm also optimistic. An der Grenze zwischen Estland und Russland. On the border between Estonia and Russia. Zwischen Litauen und Russland. And between Lithuania and Russia. Operieren gegenwärtig Einheiten aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Ungarn, aus Dänemark, unter deutschem Kommando. There are currently military units operating from the Czech Republic, from the Slovak Republic, from Hungary, from Denmark, under a German command.
Sie sind ein junger Mann und können vielleicht nicht ganz abschätzen, was das bedeutet, dass heute tschechische Soldaten, polnische Soldaten unter deutscher momentaner Führung zusammen kooperieren und Teilabschnitte der Grenze sichern. And you're a young man and maybe not able to assess what it means, historically speaking, that today or presently, at least for a time being, there are Czech soldiers, Polish soldiers and others who, under a German commander, serve to secure a portion of the Baltic borders. Und deswegen bin ich zuversichtlich. Man muss das immer sehen. And that's why I am optimistic, and this is what's got to be in your perspective all along. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg eröffnet mit dem Angriff auf Polen. Germany initiated the Second World War by attacking Poland. Nach 18 Tagen war der Krieg gegen Polen beendet. The war against Poland was over 18 days thereafter. Die Wunden in Nimm nur dieses Beispiel, die Wunden in dem Volk vor dieser grauenhaften Tat, die Deutschland damals begangen hat. Looking at the injuries in the Polish population, the injuries that they've suffered by this atrocious act committed by Germany at the time. Hat zwei Generationen gedauert, dass so etwas möglich ist. This took two generations for it to be overcome and to make this, as I described, possible. Und ich glaube, dass die jungen Menschen, die heute 20-Jährigen, 25-Jährigen, 30-Jährigen, die erleben natürlich Europa in der Gegenwart eigentlich mehr als eine Einheit. And indeed, I believe that young people, people aged 20 or 25 or 30, experience Europe these days much more as a unity. Es ist für die jungen Leute heute selbstverständlich, dass sie ohne Grenzen dort in Europa sich bewegen können. For young people, it goes without saying that they can move inside Europe without borders. Es ist selbstverständlich, dass sie in einer holländischen, in einer finnischen, in einer schwedischen, in einer französischen Universität studieren. It speaks for itself that they can study at a Finnish, at a Swedish, at a French university. Und ich glaube, das Bewusstsein, dass wir manche Dinge gemeinsamer machen müssen und nicht nur unter nationaler Souveränität, das wächst. In diesen großen Themen. There is an awareness that many things need to be done together on a common framework in the big issues, in the grand things. This awareness, I think, is growing. Vielleicht haben wir in 10 Jahren vielleicht noch keine europäische Armee, aber europäische Einheiten. Maybe 10 years down the road we won't have European armed forces yet, but maybe European units. Das hängt natürlich auch sehr stark an den Deutschen. A lot of that does depend on the Germans, all right. Wenn Deutschland auch eine stärkere militärische Leadfunktion innerhalb der NATO und innerhalb Europas übernimmt, if Germany does take on more of a lead function within Europe and within NATO, dann und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, werden wir wirklich Europäer. If we manage to do this, then truly I think we will be turned into real Europeans. Aber ohne Europäische Union wäre das alles nicht möglich. But mind you, without the European Union, all of that would not be possible. Thank you very much, Dr. Stoiber. I do feel a little bit uncomfortable regarding the gender balance. So if you'd agree, if we could take maybe one brief question and then one brief response, is that okay? Because I know we're tremendously over time, but otherwise we're too male-dominated. So one brief question, if you can, and then a brief response. Okay. Thank you for your talk. It was lovely to hear. My name is Katrin Haugli. I'm from Norway. We're not a member of the EU.
But following your fourth solution, do less but more efficient, which is what I wanted to ask you about. I would certainly consider voting. You were talking about some of these major issues that you would that you could see the union focus and do more around, but you left out climate. And in the interest of me being a student here in culture, also culture as something that the union could do. And I would like to know briefly why, especially on climate. Ja, das ist natürlich, das ist aber klar, das ist eine europäische Aufgabe. Dafür gibt es ja nun, Europa leistet ja auch eine ganze Menge im Klimaschutz und das. Indeed, climate protection is a European job to do and Europe does do a good deal along those lines. Das ist völlig richtig, nur ist natürlich gegenwärtig in der politischen Diskussion sind diese Zukunftsfrage Klimaschutz sind natürlich nicht so von Emotionalität begleitet wie die anderen Themen, die ich angesprochen habe. Also Handelspolitik, Flüchtlingspolitik, Sicherheitspolitik. Das steht natürlich für die Masse der Menschen im Vordergrund. Aber Sie haben völlig recht, Klimaschutz, das ist natürlich gegenwärtig ein Problem Amerikas. Yes, climate protection is on the agenda. However, bear with me, at present, compared to these big other issues, such as refugee security, defense, it is not as emotionally in the discussion as maybe these other topics are. And yes, climate protection, not least, is something that the US needs to tackle. Nochmal, wenn Trump die old economy mit Kohle wieder stärker befeuert, wäre das natürlich eine schwere Verletzung des Klimaschutzabkommens, das auch Amerika paraffiert hat. And mind you, if Trump, what he seems to be willing to do, at least he has stated this and reiterated, to revive the old economy, i.e. carbon-based, that would, getting more coal into the system, violate the climate protocol conventions that not least the US has signed itself. Und Kultur, natürlich gibt es französische Malerei, deutsche Musik, klassische Musik. Yes, sure, cultural matters. There is French painting, there is German music, classical music. Ich sag mal jetzt vereinfacht, Beethoven und Brahms sind europäische Kultur. I, at one point, simplified it, Beethoven and Brahms are European culture, not German culture. Das könnte ich jetzt für viele andere Länder, eine, ich glaube, dass sich das in der Tat herausentwickelt, dass man die große Vergangenheit, aber auch die gegenwärtige Kultur in der Schauspielerei, dies ist auch ein europäischer Wert. And I do think that this is developing indeed, these great traditional cultural achievements also in theatrical and other productions is defined as a European value. So on that note, if we could please express our sincere gratitude.